Previously on Resident Evil Revelations. This is the tea of this virus. We're equipped to infect one-fifth of the Earth's waters. Terrorists. Now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia. And vengeance. Raymond! That corpse you ran into earlier? Send a team to Valcoin and Mach Airport. Look for something linked to this ship. I'll send Quinn and Keith. Oh, I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Revelations Episode 5, gelüftete Geheimnisse. Ich habe euch hier einfach mal das Preview noch einmal mit reingepackt. Es ist ja schon ein bisschen her, dass ich die letzte Revelations-Folge hochgeladen habe. Ich hatte leider nur ein bisschen begrenzte Zeit. Ganz einfach deswegen, weil ich in der Uni jetzt wieder einige Klausuren schreibe und auch noch einige Wettkämpfe zu bestreiten hatte. Deswegen war meine Zeit wirklich mehr als knapp. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Außerdem war ich ja noch in London für euch, wie ihr wisst. Ihr habt es ja schon gesehen, das Magica Wizard Wars Video. Und auch das hat ja ein bisschen Zeit gekostet. Okay, I understand the situation. The security token you found likely belongs to the freighter that crashed. Boss, have you heard from Jill and Parker yet? No, not yet. Their investigation led them out to sea. But we lost track of the ship. That doesn't sound good. I hope they're okay. Yeah, me too. They've been out of contact too long, and I'm starting to get worried. Find a terminal at the crash site and see what you can learn of Veltro's plans. The crash site's just up ahead. Come on. Dürfen wir scheinbar? Dürfen wir also scheinbar wieder die beiden lustigen Gesellen hier spielen, wenn ich das richtig sehe? Yo, das sieht gut aus. Okay. The Midnight Sun. The Midnight Sun. Yeah. Na gut, wir gehen am besten in die Richtung. Hier müssen wir lang. Hier gibt's aber nichts mehr, okay? Alles klar. Dann wollen wir loslegen und gar nicht lange rumquatschen. Das sind wieder diese Hunde, die Mr. Burns sich gezüchtet hat. Also ich finde, die haben ja irgendwie was von diesen Hundis. Oh, der hat ja gar keine Rippen mehr. Der ist ja total offen. Das ist ja... Jetzt check ich das erst. Ey, für mich ist das... Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, was labert Grants da schon wieder? Aber ich dachte immer, die hätten so einen kleinen Flügel auf dem Rücken. Ohne Witz, ich dachte, das wären kleine Flügel, aber das sind die Rippen, die so rausschauen. Ey, das ist mir jetzt erst aufgefallen, ey. Ich bin ein Blitzmerker erster Güte. Das gibt's ja nicht. Also, guckt euch das mal an. Ja, jetzt sehe ich das auch, wenn ich ganz genau hingucke. Ey, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, das sind so kleine Flügel, ne? Komm schon, irgendjemand... Hä? Lässt er mich gerade alleine? Was ein Assi. So, der ist down. Aber ich wollte gerade sagen, war hier nicht noch einer von den Großen? Jetzt guckt er mich nur doof an. Oh ja, jetzt muss ich aber nachladen. Aber 1A vorbeigesprungen. So, und jetzt bitte hat jetzt jemand in die Kommentare geschrieben, Grants, du bist nicht allein. Auch ich dachte, es sind Flügel. Kommt, seid so ehrlich. Wer von euch hat's auch gedacht? Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige Vollidiot hier bin, oder? Komm schon, irgendjemand, der sich auf eine Stufe mit mir stellen möchte. Okay, gut, kann ich nachvollziehen, wenn man das nicht will. Zack, nimmt er beide? Ich glaube, er nimmt beide Messer, kann das sein? Ja. Da müsste er doch eigentlich ziemlich stark im Nahkampf sein. Wir haben auch noch die MG und die Shotgun. Und hier ist diese Absturzstelle, die hatten wir doch auch mit... Grinder, what you doing? Was ist das für ein Vollidiot? Ganz ehrlich. Haut er einfach ab, der alte Penner, ey. Hä? Yo, calm down. What's wrong with you? Something. I don't know. It's like something hit me. Oh, scheiße. What? Look, I just got hit. Das unsichtbare Viech. I'm sure of it. For real? It's a hunter. He disappeared. Now I get what happened on the security piece.
Scheiße, ey. Dann nehme ich aber auf jeden Fall die Shotgun für diese Missgeburten. Wo sind sie? Da. Man sieht sie im Schnee. Oh, ja. Junge, Grinder, wie geht's dir, ey? Bist du zu blöde, mich ein bisschen zu beschützen? Moinsen! So, die Hunter habe ich getroffen. Vorsicht! Wo ist denn der andere hin? Wow, hier und dort. Komm schon, komm schon. Wieso halten die so verflucht viel aus? Da rechts ist noch einer. Einer müsste hier noch sein. Wo ist er? Er zielt auf jeden Fall auf ihn da. Komm schon, jetzt stirb doch. Ey, du dreckiges Mistvieh. So schnell kann ich den einscannen. Nein, ja doch, hat gerade noch so geklappt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, und übrigens vor dir auch. Wow. So, ich habe mich mal eben schnell aufgeheilt, Leute. Zack, und hier ist noch einer. So, jetzt kann ich gerade beide treffen. Das trifft sich sehr gut für uns. Oh, hinter mir ist auch noch einer. Alter, der Typ... Kann der Typ mal ein bisschen auf mich aufpassen vielleicht? Oh ja, ich muss nachladen. Scheiß die Wand an, wie viel Lebensenergie die einem klauen. Das ist ja nicht feierlich. So, jetzt stehen alle drei hier scheinbar in einer Reihe. Sterbt. Vorsicht, von rechts kommt einer. Oh, oder sogar zwei. Einer steht da noch. Ey, die halten so verdammt viel aus. Das gibt's ja gar nicht. So. Komm schon. Ey. Ey, das ist nicht normal. Meine ganze Schrotmuni ist jetzt gleich schon leer, Freunde. Wie viele sind das denn jetzt bitte gerade? Okay, ein Problem weniger. Aber hier waren noch zwei, oder? I don't think there's any more. Then let's get to the terminal on the plane before any more monsters show up. Ey, ich krieg zu viel, ganz ehrlich. Jetzt soll ich das Terminal hochfahren. Boah, diese Drecksviecher, ey. Die ganze Schrotmuni ist dabei draufgegangen. Die ganze Schrotmuni. Also schön ist was anderes. So, hier kann ich noch scannen, nämlich dort. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier Tolles finden. Kann ich das aufmachen? Ja, aber das sieht irgendwie ein bisschen ungesund aus. Scan wurde abgeschlossen. Wow, das gab gerade richtig viele Scan-Punkte. So, hier drüben ist noch was. Sehr gut. Noch irgendwas? Ne, da vorne ist aber noch ein OMG-Muni. Kann ich nichts mehr mitnehmen. Hier ist auch noch ein Schriftstück. Zum Einsatz des neuen Prototyps. Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Erstens, beim Umgang mit diesem Spezialprototypen muss allen Anweisungen mit größter Sorgfalt Folge geleistet werden. Zweitens, folgen Sie bei einem Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Drittens, sobald die Fähigkeiten des Prototyps aktiviert wurden, können sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungsmittel muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Viertens, obwohl der Spezialprototyp in der Theorie gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter realen Bedingungen nicht präzise berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über die Standleitung, sollte er nicht mehr kontrollierbar sein. Gut. Wer weiß, über was die da reden, der neue Prototyp. Ich glaube nicht, dass das die Viecher von gerade waren. Das wird wahrscheinlich eher das Viech sein, was die andere Crew da in dem Lager oder was das war. Wo soll hier noch was sein? Ah, da. Ja klar, das habe ich aber schon. Oh, da hinten. Das hätte ich jetzt ja sonst glatt übersehen. So, wollen wir das mal schnell aufsammeln. Eine Handgranate. So muss es sein. So, hier soll aber noch irgendwo was sein. Da. Also hier sind ja mega viele Objekte versteckt. Naja, so ein Flugzeugabsturz, da kann das schon mal alles links, rechts so wegfliegen. Sammeln wir hier das hier vorne nochmal ein. Und dann würde ich sagen, scannen wir hier aber auch nochmal die Umgebung. Ja, seht ihr wohl, genau vor uns hier soll noch was sein. So, was haben wir hier Schönes? MG-Munition, die ich auch mal wieder nicht mitnehmen kann. Hier auch MG-Munition. Okay, ich glaube, das ist ein Zeichen für mich,
Grants, schieß mal ein bisschen mehr mit MG-Munition, weil hier liegt auch noch MG-Munition. Hättest du nicht deine ganze Schrotmunition verschießen müssen? Du bist ja ein dämlicher Vollidiot. Was sind das für eklige Dinger? Was auch immer es ist, ich werde es einfach alles einscannen. So, da ist das nächste Objekt. Schrotgewehrmuni. Na, immerhin ein bisschen Schrotgewehrmuni. So, dann lass uns das mal zur Seite schieben hier. Wir sind ja He-Man. Und dann schauen wir mal. Ist das hier das Terminal etwa schon? Den Chipschlüssel haben wir verwendet. Okay. Everything appears to be in working order. Yo, Quinn. Time to do your job. Na, ich habe das gerade noch ausgescannt. Eingescannt, abgescannt, wie auch immer. I can't find the call log. I'll have to try something else. No sweat. You're good with machines. The ladies on the other hand. Grinder! What's going on? We need to contact HQ ASAP! HQ here. O'Brien speaking. What's... This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. Good work. That's music to my ears. Nice one. Getting the coordinates like that. Well, I could have calculated travel time, last known route, but that would have taken too long. That's why I said nice one. You don't understand. I didn't calculate anything. We're not the only ones looking for that ship. Wait, what are you talking about? You're saying Veltro ran from their own hideout, and now they're looking for their own ship? That's what I'm saying. But I have no idea if any of the info I gleaned is for real or not. Great. So we have no idea really who we're up against. Exactly. And that's a piece of the puzzle we really need. Das sind ja zwei, ey. Chris here. I received the coordinates. That's not far. We can be there in no time. Brian, we're on our way. So, jetzt geht's wahrscheinlich dann wieder mit Chris weiter, so wie es ausschaut. Episode 5, gelüftete Geheimnisse. Ende! Okay. Ergebnispräzision 87%. Kein einziges Mal sind wir gestorben. Und wir haben knappe 7 Minuten für diese Mission gebraucht. Ich würde sagen, einfach direkt auf OK klicken. Oh, und damit ist Episode 5 wirklich schon komplett durch. Das ging ja wieder schnell und ich würde mal sagen, da haben wir wieder ein Bombenergebnis hingelegt. Überall S, außer hier. Da habe ich einmal nur ein A bekommen. Und das gibt aber insgesamt die Note S. Das ist doch schon mal sehr schön. Wir gehen einfach auf Weiter. Und dann darf man gespannt sein, was jetzt als nächstes passiert. Previously on Resident Evil Revelations. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Straight into the depths of hell. It's a security token. It means we can scavenge the data on that radar. What the? What happened? Boss, have you heard from Jill and Parker yet? Their investigation led them out to sea. Yeah, but we lost track of the ship. This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. That's not far. Chris here. I received the coordinates. We're running out of time. Damn it. Ryan, we're on our way. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Episode 6, Katz und Maus. Where could they be? Anywhere. Let's get started. Ist das deren Ernst? Leute, die Alte hat nicht ernst. Will die mich verarschen? So, jetzt erklärt mir mal, was das für einen Vorteil haben soll, wenn die ihr rechtes Bein komplett frei hat. Erhofft die sich damit, die Gegner ablenken zu können, oder was? Ey. Das ist sogar mir schon ein bisschen zu freizügig.
Also, ich habe da jetzt kein Problem mit oder so, aber ist doch irgendwie für so ein Actionspiel schon ein bisschen stumpf, oder? Na gut, Leute, ich würde sagen, dann spiele ich einfach mal auf eure testosterongesteuerten Gedanken an. Okay, bei den Damen wird das jetzt nicht klappen. Liebe Damen, es geht mit Chris weiter. Ja? Also, wer Chris gerne sehen möchte beim nächsten Mal, sollte wieder einschalten. Und meine lieben männlichen Zuschauer, wer ein bisschen Bein sehen möchte beim nächsten Mal oder ein bisschen Hintern, der sollte auch wieder bei Resident Evil Revelations einschalten. Oh mein Gott, stumpfes Trumpf in diesem Sinne. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.